Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bildvideo, diesmal zur Hate. Was ist die Hate? Die Hate ist eine Sense und die Signature-Waffe vom Stalker. Nicht vom Schattenstalker, vom ganz normalen Stalker. Der droppt die Blaupause dafür auch. Müsst ihr ein bisschen Glück haben. Ich habe relativ viel Glück gehabt, was das angeht. Ich bekomme relativ häufig Hate-Blaupausen, genauso wie die Dread-Blaupausen. Wo ich Pech habe, ist halt die Kunais, die Despair. Das ist bei jedem anders. Ich kenne Leute, die hatten noch nie einen Dread-Drop, während ich irgendwie inzwischen 50 von denen hatte. Aber zwei Despair-Drops, es ist halt reine Glückssache. Aber es ist eine ganz gute Sense. Die sieht nicht standardmäßig so aus. Ich habe da einen Skin drauf. Diesen Skin bekommt man zusammen mit dem Deluxe-Skin von Necros, den man hier auch sieht. Normalerweise sieht die Hate so aus. Ja, die Hate ist eine ganz coole Waffe. Wie man hier sehen kann, 30% Crit-Chance, das ist viel. 2,5er Multiplikator ist gut. 20% Status-Chance ist vollkommen okay, beziehungsweise gut. Einstoffschaden haben wir nicht so viel, Durchschlag haben wir nicht so viel, dafür Schnitt relativ viel. Angriffsgeschwindigkeit ist auch relativ niedrig, aber kann man mit leben. Ich habe ein Bild vorbereitet und ich benutze einen Riven. Die Rivens für die Waffe sind okay. Was habe ich drin? Mähender Wirbel als Haltung. Das ist vorgegeben, gehe ich zumindest von aus. Schleichender Fächer kann man auch benutzen. Das ist euch überlassen, was euch da besser passt. Ich würde Mähender Wirbel empfehlen. Dann habe ich drin Zustandsüberladung. Plus 80% Nahkampfschaden für jeden wirkenden Statuseffekt. Was machen wir? Hauptsächlich Schnitt und Virus. Das sind 160. Würde sich schon eher lohnen, Prime Druckpunkt zu benutzen, aber hin und wieder machen wir auch Einschlag und Durchschlag und wir machen manchmal auf die Gegner den Lifted Status Effekt. Jetzt muss ich kurz gucken, was da, wieso ich gerade angeschrieben werde. Uno Momento. So, da sind wir wieder. Also, wir haben ihn kurz, manchmal machen wir Lifted Effekt, das hat mit der Combo zu tun. Dann, das macht also overall 240 in den meisten Fällen. Lohnt sich also eher als Prime-Druckpunkt. Prime-Reichweite für mehr Reichweite. Blutrausch für mehr Crit-Chance stapelbar mit dem Kombo-Multiplikator. Ich benutze hier keine driftende Berührung. Wir spielen mit Naramon-Fokus. Heißt, unser Kombo-Counter verschwindet nicht ganz, sondern wird immer reduziert. Dann habe ich drin ansteckende Plage und bösartiger Frost für mehr, Virusschaden. Sehen wir da unten. Und etwas mehr Statuschance. So haben wir eine Statuschance von 44%. Dann Ausweiter für mehr Crit-Schaden. Prime-Raserei für mehr Angriffsgeschwindigkeit. Kann man mit Berserker-Raserei austauschen. Muss aber nicht. Reicht vollkommen. Und mein Riven ist ein ziemlich guter, muss man dazu sagen. Plus 1,6 Reichweite. Plus 148 Nahkampfschaden. Und plus 92,4 Schnittschaden. Wenn ihr keinen Riven habt, benutzt einen Prime-Druckpunkt, ist eine Option. Oder man kann auch nässende Wunde mit reinmachen. Muss man schauen. Ich würde jetzt tendieren zu Prime-Druckpunkt, wenn ihr keinen Riven, guten Riven dafür habt. Gut, wie sieht das Ganze im Endeffekt aus? Ich finde, die Hate ist eine sehr unterschätzte Waffe. Das sind zu wenig. Bitte Gegner. Wir wollen 20 davon. 20... Heavy Gunner auf Level 185. Wir müssen natürlich jetzt erstmal einen Combo-Counter bekommen auf 12. Aber ihr seht, die Gegner werden hochgeschleudert. Von der ganz normalen Stand-Combo her. Wir haben einen 12er Multiplikator. Und das Ding, es rasiert. Guckt euch den Schnittschaden an. Gut, wir haben jetzt auch ohne Schnittschaden auf den Riven drauf. Aber Hate Riven sind auch nicht allzu teuer. Einfach weil diese Waffe unter dem Radar ist. Ist es die beste Sense, die wir haben? Nein. Da ist der Reaper Prime besser. Aber overall, guckt euch die Crits an. Guckt euch den Schnitt an. Habt ihr das gesehen? Das tickt ordentlich.
Hier steht einer. Lustig. Ja, 112.000 auf dem Heavy. Ich habe auch ein Heavy Attack Bild. Zeige ich kurz mal. Sieht folgendermaßen aus. Muss man nicht benutzen. Kann man benutzen auf der Waffe. Auch hier statt dem Riven würde ich dann auf opfernde Bedrängnis wahrscheinlich gehen, um opfernder Stahl nochmal zu verstärken. Oder ja, auf was anderes. Mehr Raserei, hier Primed Raserei könnte man benutzen. Aber ja, so sieht der Overall-Build aus. Ich weiß nicht, warum die Hate so selten gespielt wird. Sie hat gute Stats, aber ja, ist halt unter dem Radar. Soviel zu Hate. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.